Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Einkaufswoche. Und wir starten auch heute wieder mit dem schrecklichsten Tag, dem Samstag, wo ich für 2 Tage einkaufen muss. Was ich hasse. Ich habe aber, glaube ich, eine ganz gute Einkaufsliste zusammengestellt und einen ganz guten Plan, was gegessen werden soll. Heute gibt es Kartoffel-Mais-Suppe und morgen gibt es Brokkoli-Nudeln, Kichererbsen, Pfanne. Rezepte, die ich schon mehrmals gemacht habe, wo ich weiß, dass die günstig sind und dass die lecker sind und auch von Lilly gegessen werden. Heute wird also Folgendes eingekauft. Schlecht zu sehen, ne? Wir brauchen neue Schokolade. Wir brauchen irgendeinen Aufstrich, irgendeinen veganen. Ich habe noch Brot, aber ich habe absolut gar nichts zum Drauftun, außer vielleicht Pizzakäse und Tomatenmark oder so. Also will ich irgendeinen Aufstrich kaufen. Wir brauchen Mais für den Mais-Eintopf. Wir brauchen Brokkoli für die Brokkoli-Nudelpfanne. Wir brauchen neue Bananen. Lilly isst gerne Oliven, also kaufen wir noch Oliven. Was steht da? Achso, Kekse. Kekse Leibniz Fruits bedeutet das, hat sie nachgefragt, will ich gerne beim Rewe kaufen. Und dann, was steht hier noch, eine Mango. Eine Mango hat 40 Cent Cashback gerade oder 50 Cent sogar in der Smagle App. Und wir machen ja mal Mango-Eis, das lohnt sich, die jetzt vorher zu kaufen. Dann sind wir bei 10 Euro. Wir haben 12 Euro Budget für 2 Teile. Und Windeln will ich noch kaufen bei Rossmann mit 24% Rabatt mit der App. Gegebenenfalls Mayonnaise für 2 Euro, gegebenenfalls Rewe, beste Wahl, veganer Lachs. Könnte ich für diese 2 Euro noch ausgeben bzw. kaufen, weil ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll oder will oder was sich hier gibt, ob ich es überhaupt finde. So, wir waren bei Rossmann und Aldi und es ist das, was passiert, was der Grund ist, warum ich lieber täglich einkaufen gehe als am Wochenende. Ich habe mehr ausgegeben als geplant, obwohl ich das bei Windeln wieder reingeholt habe. Ich war extra bei Rossmann, weil die 24% Rabatt auf Windeln haben und zwar noch bis heute. Ich brauche keine neuen Windeln, aber der Rabatt lief heute aus. Also habe ich welche gekauft. Ich hätte hier später im Monat nochmal welche gebraucht, aber noch nicht heute, aber ich habe sie trotzdem gekauft. Und sowas mache ich normalerweise nicht. Das mache ich erst, seit ich Coupons nutze. So, der Rest ist vom Aldi. Und da habe ich mich teilweise verkalkuliert und teilweise habe ich gedacht, genau, was ich dann denke. Ach komm, diese 20 Cent mehr, das macht nichts. Schokolade war so, wie ich geplant habe. Normale Bananen gab es nicht, die waren alle grün. Also habe ich die Fairtrade genommen, die kosten 1,69 pro Kilo. Also das war teurer. Das ist der vegane Aufstrich, der war 20 Cent teurer als geplant. Die Oliven waren 20 Cent teurer, denn schwarze Oliven sind bei Aldi von Jahr tatsächlich billiger. Mango kostete nicht 1,99, sondern 2,29. Von der Mango kriege ich aber 40 Cent Cashback über Smagle auch. Brokkoli war dafür schön günstig, 99 Cent. Mais auch 99 Cent. Lilly wollte lieber diese Kekse als die anderen haben. Die waren aber auch nicht mit Rabatt, sondern kosteten 1,89, was ich nicht wusste. Eine Laugenbrezel muss es dann auch noch sein. Und dieser, was ist das? Schaumweingetränk. Hat Aldi nicht immer im Sortiment, ist aber sehr lecker und deswegen dachte ich, nehme ich es mal mit. Und letztes Mal, als ich es gekauft habe, kostet es 1,49, jetzt 1,89. Und so läpperte sich das Ganze dann auf 13,42 €, wobei ich 40 Cent Cashback kriege, also 13,02 €. Und ungefähr 12 hätte ich gehabt und damit habe ich 1 € genau durch diesen kleinen Scheiß, 20 Cent hier, 20 Cent da, mich verkalkuliert. Muss ich also in der Folge ausgleichen im Verlauf des Monats. Das ist aber okay, das sind noch 5,82 € und das hatte ich den ganzen Monat bisher vorher auch. Eine Zuschauerin hat mich letzte Woche, beziehungsweise unter dem Video von letzter Woche gefragt, ob ich mal meinen rotierenden Ernährungsplan zeigen könnte. Und das kann ich an dieser Stelle gerne machen. Der sieht nämlich so aus. Ich habe das einfach, es sind glaube ich 8 unterschiedliche Gerichte, die ich jeweils untereinander gecopy und pastet habe und ich streiche dann immer eins durch, was ich zuletzt hatte. Und deswegen kommen als nächstes Brokkoli-Kichererbsenpfanne mit Nudeln oder Pommes, je nachdem, was Lilly gerade so bei der Tagesmutter hatte oder möchte. Das machen wir morgen, weil ich Kichererbsen noch einweichen muss bis morgen. Den Mais-Eintopf machen wir heute, den kann ich einfach so zusammenstellen. Dann gibt es noch ein Hirsotto. Das ist aus dem Buch Die vegane Küche, was ich euch schon mal gezeigt habe. Einfach Spaghetti Bolognese mit Linsen-Bolognese, geht halt auch mit Dosentomaten. Das schnelle Kichererbsen-Spinatgericht habt ihr hier schon mal gesehen. Italienische Gemüsepfanne mit Tofu und Nudeln habt ihr auch schon mal gesehen. Kartoffelgulasch mit Tofu habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen. Das Curry, das mache ich, glaube ich, in der Form nicht mehr, weil ich da drüber bin. Und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Es ist für die Zukunft auch nochmal eingeplant, zwischendurch ein Dal und vielleicht auch noch ein paar andere Gerichte, die ich jetzt hier irgendwie auftreibe.
Und wie gesagt, wochenweise rotieren war mir zu häufig. Es wurde langweilig, auch wenn die Gerichte lecker sind. Wenn man die einmal die Woche hat, sind die blöd. Jetzt versuche ich eigentlich einen Plan aufzubauen, wie ich 14 Gerichte halt rotieren kann. Wir waren übrigens zu Mittag wieder bei Lillys Freundin, wo wir auch an Silvester waren, eingeladen. Haben wieder ein gratis Essen abgestaubt, nämlich Nudeln mit Tomatensauce. Und das war's. Und jetzt koche ich Abendessen. Das wird die Mais-Kartoffelsuppe. Und ich zeige euch noch mal ganz schnell das Rezept, damit ihr wisst, was da so drin ist. Und es vielleicht auch nachkochen könnt. Da sind, also es ist das Rezept für 4 Personen und ich habe die Hälfte davon gemacht. Einfach mal Video auf Pause drücken, alles abschreiben, was da drin ist. Dann alle Zutaten, die da drauf stehen. Außerdem Mais in einen Topf, wenn alles fertig ist, es ein bisschen anpürieren und dann den Mais dazu und dann servieren. Das wird jetzt für heute Abend und morgen Mittag reichen. Und für morgen Abend mache ich dann den Brokkoli, die Kichererbsen und Nudeln. Maiskartoffelsuppe. Sonntagsfrühstück Nummer 1. Frühstück Nummer 2. Hier ist Abendessen: Kichererbsen, Brokkoli und Nudeln. Da sind noch Reste der Nudeln von vorgestern mit drin. Heute Mittag war das Essen Reste der Kartoffelsuppe. Das Maiteller und da kommt noch geraspelter veganer Käse drüber, denn irgendwo muss ich ja damit hin. Montagsfrühstück Nummer 1 sind 2 Möhren. In Ermangelung einer freien Pfanne. Frühstück Nummer 2. Montag, wieder ein Tag mit Kinderbetreuung für mich und Lilly und ich gehen gleich einkaufen. Wir brauchen nur Gott sei Dank nicht mehr so viel, weil das Essen von gestern tatsächlich für heute auch noch ausreicht. Ich werde da später noch die Dose Tomaten reintun, die ich nicht gebraucht habe, weil ich Gefrotüten-Bolognese verwendet habe letzte Woche. Und ich werde den restlichen veganen Käse da auch noch reintun. Jetzt hat Lilly heute Morgen aber gesagt, sie möchte gerne Pizza essen. Und weil wir Platz haben im Budget, kaufen wir uns gleich eine Fertigpizza. Die Tonno von Rewe für 2,90 €. Außerdem brauchen wir noch eine Dose Kokosmilch für neues Mangoeis und das war's. Ich brauche dann noch ein Labello und hier ein WC-Deo, nenne ich das, um die Toilette halt sauber zu halten. Ich habe dadurch, dass ich zweimal Windeln mit Rabatt gekauft habe, diesen Monat wahnsinnig viel Geld über in meinem Drogeriebudget. Und deswegen habe ich gedacht, wie cool, dann kann ich mir mal sowas kaufen und brauche das nicht von meinem Essensbudget abziehen. Also, das gibt's gleich. Und gute Rabatte oder Cashbacks oder so habe ich nicht gefunden für diese Woche bisher. So, wir brauchten nicht viel und wurden reich beschenkt. Ein beim Foodsharing. Gekauft habe ich nur die Pizza und die Kokosmilch bei Rewe für 3,88 € plus Lilly hat sich ein Quetschi erbettelt für 65 Cent. Der Rest war gratis. Haufenweise Kartoffeln, Packung Brot, Suppengemüse, Romana, eine grüne Paprika, einen Apfel. Im zweiten Lilly hat Lilly schon angefangen zu essen. Ja, und ich habe noch Kartoffeln, ein paar. Okay, es hat sich doch gelohnt, die mitzunehmen. Und ich sollte mir mal merken, dass montags Foodsharing scheinbar ganz gut bestückt ist. Genau, und damit haben wir ausgegeben 4,53 € und haben jetzt noch für jeden Tag des Rest des Monats über, und jetzt merkt man es, wenn man was eingespart hat, 6,47 €. Das ist fast Luxus. Vegane Tonno von Rewe, das ist, finde ich, die beste Fertigpizza überhaupt. Und so sieht das Abendessen am Montag aus. Frühstück Nummer 1 am Dienstag. Frühstück Nummer 2. So, Kind und Plasma ist abgegeben. Ich gehe jetzt zu Lidl, weil ich neue Milch brauche und zeige euch darüber hinaus dann jetzt auch nochmal einen Einkauf. So, wir brauchen Tofu. 2,20 € billigeren kenne ich nicht. Also diese Doppelpacks hat Rewe, hat auch Aldi. Ich weiß nicht, ob Lidl die auch hat. Lidl bin ich nicht so firm. Ich brauche Sojacreme. Ich brauche alkoholfreies Bier. Ich brauche Vanillezucker. Und was heißt das? Milch. Ach so, ja. Und das ist die Ausbeute heute. Hier vorne, das ist Lidl, das ist Foodsharing. Fangen wir mal hier an. Paar Bananen, paar Tomaten, eine Zucchini, paar Pilze. Das bedeutet, ich kann mir ganz wunderbar morgen, ohne was einkaufen zu müssen, eine Gemüsepfanne machen mit Kartoffeln von gestern gerettet, wahrscheinlich. Oder auch Nudeln, die ich auf Vorrat habe. Oder auch, ne, Reis, doch Reis habe ich auch nicht. Ich habe noch alles. An Stärke habe ich noch alles. Hülsenfrüchte könnte ich mal vielleicht so langsam nachkaufen. Das ist super, da kann ich mir morgen irgendeinen Luxuskram kaufen, wie den veganen Lachs oder auch Xylit würde ich gerne kaufen. Denn ich habe bei Lidl Vanillezucker gekauft, aus folgendem Grund. Lilly hat mich gestern Abend nach Kakao gefragt. Alle ihre Freundinnen trinken regelmäßig Kakao. Sie hat es da probiert, jetzt wollte sie es auch haben, aber ich habe keinen Zucker.
Ich habe Kakao, ich habe Milch, ich habe keinen Zucker. Also habe ich gedacht, ich will keine ganze Packung Zucker kaufen, aber so ein bisschen Vanillezucker, den kann man ja auch immer mal wieder zum Backen nutzen. Und das ist dann halt wenig und billig. Natürlich ist ein Pfund Zucker ohne Vanille billiger vom Gewicht, aber dann habe ich die Scheiße zu Hause und ich will die Scheiße nicht zu Hause haben. Zucker ist ungesund, leere Kalorien, Kariogen etc. wollen wir nicht. Dann die No Milk, die wirklich, weil sie 3,5% ist, 3,15, 3,5% ist, länger hält. Also ich kippe wesentlich weniger davon in meinen Kaffee, um denselben Weißeffekt zu erhalten, würde ich mal sagen. Also das rentiert sich tatsächlich, denke ich. Alkoholfreies Bier. Tofu bei Lidl auch 2,20, also 2,19 eigentlich genauer gesagt. Identisch mit Rewe und Aldi. Und Hafercuisine hat Aldi, glaube ich, nicht. Ich glaube, Aldi hat keine pflanzliche Cuisine. Ich gehe dazu normalerweise zu Rewe, wo der 99 Cent kostet. Lidl hat die für 85 Cent. Und deswegen habe ich ausgegeben 5,15 €. Ich dürfte aber wesentlich mehr. Gehe aber jetzt von den 1,50 €, die ich noch zusätzlich dürfte, habe ich meine Wäsche gewaschen und landet so weiterhin bei satten 6,45 € pro Tag. Und morgen brauche ich wahrscheinlich gar nichts. Luxus. Mittagessen ist das Kartoffelgulasch aus dem Buch Die vegane Küche sehr zu empfehlen. Ich bin übrigens von einer Zuschauerin gefragt worden, ob ich mal zeigen kann, wie ich Lillys Mango-Eis mache, von dem ich dauernd erzähle, wofür ich immer dringend Mango oder Kokosmilch kaufe. Das kann ich gerne tun. Ich mache das wirklich explizit für sie. Ich finde es ungeil, das zu essen, weil es nicht schmeckt wie nicht wie normales Wassereis und auch nicht wie normale Eiscreme. Also es ist halt fest. So, aber für Lilly ist das das allererste Eis, was sie jemals gegessen hat. Und sie findet es bis heute lecker. Sie isst das gerne, sie kratzt da mit den Zähnen dran rum. Ich nicht. Aber so kann ich ihr immer Eis geben, wenn sie Eis haben möchte. Und ich habe es auch schon mal an anderer Stelle erzählt, ich pimpe das für sie mit ihren Nahrungsergänzungsmitteln. Ich tue da zusätzliches Protein mit rein. Das ist leicht gesüßtes Protein, sodass das Eis dadurch auch nochmal süßer wird. Weil ich denke, Kleinkinder essen nicht so gerne Hülsenfrüchte und schon mal gar nicht so in den Mengen, dass da so eine ordentliche Menge Protein mit drin ist. Also denke ich, ein bisschen Proteinpulver zusätzlich kann nicht schaden. Ich gebe ihr so außerdem ihr Vitamin D mit im Winter und auch ihr DHA. DHA ist ja Algenöl und sie isst sonst nichts, wo ich das reinrühren kann, ohne dass der Geschmack auffällt. Also das ist halt schon so ein bisschen strenger Geschmack, den würde man aus manchen Sachen rausschmecken, beziehungsweise so nur auf dem Teelöffel ist nicht lecker. Also mache ich ihr das Eis und so supplementiere ich ihr dann auch ihre Nahrungsergänzungsmittel. Außer habe ich hier das B12. Nee, ich komme gerade. Das B12 sprühe ich ihr und es schmeckt nach Kirsche, also ist das so kein Problem. Aber ja, willkommen zum Mango-Eis. Das ist eine halbe Mango, beziehungsweise ist noch nicht eine ganze halbe Mango. Da hat sie ein bisschen was von rausgegessen heute Morgen schon. Da muss ich noch ein bisschen was mehr reintun. Also ich tue eine halbe Mango rein. Dann noch ungefähr 3 Esslöffel Kokosmilch. Hier ganz normale Kokosmilch. So, das ist jetzt eine halbe Mango mit 3 Esslöffeln Kokosmilch. Dann habe ich hier das Omega-3. Ich glaube nicht, dass ich gleichzeitig. Doch, kann ich. So ungefähr, weiß ich auch nicht. So viel. Dann habe ich hier. Das habe ich jetzt nicht. Vitamin D, ein Tropfen sind 1000 internationale Einheiten. Da kommen so 2 oder 3 rein. So. Und da ist dann Proteinpulver. Das ist mit Bananengeschmack. Das hat sie vorher schon mal gegessen, weil wir welches im Foodsharing gefunden haben. Und das fand sie ganz lecker. Und dann hat sie da immer was von genascht. Und dann habe ich gedacht, kaufe ich das mal, wenn ich so vielleicht auch noch ein bisschen zusätzliches Protein in sie reinkriege. Ja, und das ist es eigentlich schon. Das püriere ich jetzt und füllle es in extra kleine Kindereisformen. So, ich mache keine Kochvideos, deswegen habe ich keine Halterung für meine Kamera. Und das kommt dann jetzt hier rein. Oh nein, das wird nichts werden, wenn ich filme gleichzeitig. Also das sind Silikonförmchen.
So, die verlinke ich euch auch nochmal gerne unten drunter. Habe ich von Amazon gekauft. Die sind extra Kindergröße. Weiß nicht, könnt ihr das sehen? Also die sind ziemlich klein. Die sind klein, die machen kleine Portionen Eis. Lilly isst oft auch mehr als eins, aber es ist völlig in Ordnung. So, und das kommt dann jetzt ins Eisfach und friert da 2 bis 3 Stunden ungefähr und dann kann sie es essen. Und Abendessen sind Reste von heute Mittag, gemischt mit Resten von gestern. Hilfe! Ja, Lilly. Und so sieht das Mango-Eis aus, wenn es fertig ist. Frühstück. Eins und zwei steht schon in den Startlöchern und das ist auch schon der zweite. So, im Foodsharing gab es Bananen und Kakis und ich gehe jetzt zu Aldi und kaufe Folgendes. Edelsüße Paprikagewürz, Tafel Schokolade und Haferflocken. Und ich denke auch Xylit, weil ich so viel Geld über habe für heute. Es ist der Lachs geworden und nicht das Erythrit. Erythrit hatte Aldi nicht, also bin ich weiter zu Rewe und habe nach dem Lachs geguckt. Und dann dachte ich mir, was brauche ich denn dann noch mit aufs Brot? Und ich habe keine Margarine mehr, also habe ich Alsan gekauft. Und warum habe ich Alsan gekauft? Und damit mein Budget um 20 Cent überschritten? Weil ich dachte, ach, jetzt hast du ja so viel Geld heute, da kannst du ja mal, brauchst ja nicht die billigste, ungesündeste Margarine kaufen, geht auch Alsan. Ich habe insgesamt 6,56 € ausgegeben und hätte nur gedurft 6,45 €. Also 11 Cent drüber, aber ist jetzt so. Ist jetzt so. Aber das ist das, was passiert, wenn man sich nicht an seinen Einkaufszettel hält. Ne? Deswegen immer mit Einkaufszettel einkaufen gehen. Das war Aldi, das war exakt, was ich einkaufen wollte, exakt das Geld, was ich ausgeben wollte. Einmal Haferflocken 79 Cent, Schokolade 1,29, edelsüße Paprika 79 Cent und das war Foodsharing. Das meiste davon sollte noch essbar sein. Die ist schon ziemlich angematscht und auch hier diese Kaki ist schon ziemlich angematscht. Also 2 Kaki, einen Apfel und Bananen. Und damit habe ich noch 6,43 € für die letzten 7 Tage dieses Monats. Also jeweils. Und hier ist Mittagessen am Mittwoch. Das ist hauptsächlich gerettetes Essen, plus Reste von gestern, was ich neu reingetan habe, beziehungsweise gekauft sind die Oliven, die eigentlich für Lilly sind, der Tofu. Ach so, und der Rest Hafercreme von gestern ist drin. Ja, ich habe nur leider auch zu viel Wasser reingetan, deswegen ist es ein bisschen suppig, aber ist egal. Abendessen ist Reste von heute Mittag, was übrigens köstlich war. Donnerstags Frühstücks 1 und 2. So, einfach mal am Donnerstag und ich brauche eigentlich nichts, weil das Foodsharing mich so reichlich geschenkt hat. Im Verlauf der Woche und heute Morgen sogar noch ein anderer Schrank. Ich habe versucht auszumisten bei mir zu Hause und alle Sachen, die ich nicht verkauft kriege, schätzungsweise habe ich da in so einen Community-Teilschrank reingestellt. Da war heute auch Essen drin. Dosenhülsenfrüchte. Voll geil, was ich nie kaufen würde, weil es zu teuer ist. Aber sie on hand zu haben, ist eine gute Sache, weil man dann, wenn man vergessen hat, Hülsenfrüchte einzuweichen am Vortag, hat trotzdem was hat, was man essen kann. Heute brauche ich daher trotzdem immer noch nur Hülsenfrüchte und Linsen, die ich keine mehr habe, und Erbsen, die ich eigentlich für ein Rezept brauche aus TK. Aber mein Tiefkühlfach ist noch so voll, glaube ich. Und ich muss heute auch wieder Eis machen, also werde ich wahrscheinlich Dosenerbsen kaufen. Mal schauen. Ach, und Xylit habe ich ja immer noch auf der Liste. So, das ist Beute von heute. Das ist, was ich gekauft habe. Erbsen, TK, 2,19 €. Zweimal diese Linsen. Hilfe. Die hatte Aldi für 1,29 € und ich dachte, das ist ein Mega-Schnäppchen. Daher ist eine Packung von meinem Geld für Vorräte, da habe ich noch 1,97 € über für diesen Monat, und das von meinem Geld für heute. Und dann dachte ich, gönne ich dem Kind auch mal was und kaufe ihr einen Riegel, wenn ich schon Geld über habe. 5,17 € waren das, wie gesagt, und damit mache ich wieder was gut. Sage ich euch gleich, wie viel Geld ich noch habe für die restlichen Tage. Und das war in diesem Community-Teilschrank alles drin. Zumindest die, alle Bioprodukte, und die sind alle abgelaufen zwischen Oktober und Dezember 2023. Sollte zumindest hier völlig egal sein. Die sehen ein bisschen komisch aus, aber man kann ja dran riechen und probieren. Das bedeutet natürlich dann auch, dass ich das Zeug nicht auf Halde lege, sondern möglichst schnell aufbrauche, weil es nicht mehr so lange hält. Sind noch 6,86 € für jeden einzelnen Tag für den Rest des Monats.
Was dieses Filmen meiner Einkäufe mit mir macht, ist tatsächlich, dass ich nochmal genauer hingucke. Oft bin ich am Ende des Monats so, dass ich nur noch 3 € oder so über habe, weil ich es irgendwann vorher mal übertrieben habe. Aber so jetzt genau darauf zu achten und echt Pfennig zu fuchsen, was der Grund ist, warum ich das hier alles filme, macht echt eine Menge mit mir. 6,86 €, der Luxus nimmt von Tag zu Tag zu. Mittagessen ist diese, es nennt sich grüne Kartoffelpfanne. Das ist ein Rezept, das ich aus der Choosy-App habe. Die ist mir auch von einer Zuschauerin vorgeschlagen worden, für den Fall, dass ich nicht weiß, was ich kochen soll. Aber ich weiß ja eigentlich immer, was ich kochen soll. Nichtsdestotrotz habe ich diese App einfach mal installiert. Die kann Folgendes. Du gibst deine Ernährungsvorgaben und deine Ausgabenvorgaben ein. Also ich habe jetzt eingegeben vegan und ein möglichst geringes Budget. Und dann schlägt die App dir vor, was du die nächsten 7 Tage kochen kannst. Und dann kann man auswählen, ob man das kochen möchte oder nicht. Und ich habe da so drüber geguckt über die Vorschläge und habe 2 für diese Woche zumindest rausgesucht. Und das war eins davon, weil ich so viele Kartoffeln habe und auch noch ein paar grüne Bohnen eingefroren und Lilly grüne Bohnen gerne mag. Und was da auch noch rein muss, war Hummus. Und Hummus kaufe ich schon mal sowieso grundsätzlich nicht, wenn, dann mache ich den selber. Aber ich habe ja heute die Kichererbsen gerettet gefunden. Also habe ich einfach mal sowas Ähnliches wie Hummus zusammengerührt. Das heißt, Kichererbsen püriert mit Kreuzkümmel. Ich habe noch ein bisschen Leinöl da reingetan, Limettensaft und Salz. Und der ist jetzt für die Sämigkeit in der Soße quasi verantwortlich. Da. Ich habe es gerade erst fertig gemacht, muss jetzt 20 Minuten kochen und dann habe ich da Mittagessen. Und hoffentlich mag Lilly alles davon. Sie mag Erbsen, sie mag grüne Bohnen, sie mag Kartoffeln. Was Hummus ist, weiß sie natürlich nicht. So. Aber ja, das wird Mittagessen. Und Abendessen sind natürlich Reste von mittags. Frühstück 1 und 2. Es ist Freitag und Lilly und ich gehen heute schwimmen. Und Schwimmen liegt überhaupt gar nicht auf dem Weg zum Einkaufen. Deswegen weiß ich noch nicht, wann wir einkaufen. Geht auf jeden Fall morgens erst schwimmen. Und einkaufen müssen wir auch nicht wirklich was Existenzielles, da wir noch so viel vom Foodsharing haben. Aber ich habe nichtsdestotrotz eine kleine Einkaufsliste geschrieben. Wir Ihr könnt mit. Ja, ihr könnt alle mit. Wir brauchen kleine Feuchttücher für unterwegs. Wir brauchen eine Mango. 2 € ungefähr. Wir brauchen schon wieder neue Schokolade. 1,30. Und Lilly hat heute Morgen nach Mais gefragt. 1 €. Sollte also ungefähr 5 € sein. Und ich brauche noch Geschenkpapier, weil wir auf den Geburtstag eingeladen sind. Und ich habe keins mehr. Also am Sonntag sind wir eingeladen. So schlecht habe ich schon lange nicht mehr eingekauft. Wir waren zuerst bei Rossmann. Das war noch okay. Ich habe hier Feuchttücher gekauft und Geschenkpapier mit 10% Rossmann-Rabatt. Das war in Ordnung. Mit 10, ne? Also, wobei, das geht ja eh nicht von meinem Essensbudget runter, sondern das von dem Kindergeburtstagsbudget und die Feuchttücher von der Drogerie. Das war ganz schrecklich. Denn ich weiß nicht wieso, aber Lilly hatte heute echt einen Bettelanfall. Sie wollte Erdbeeren haben. Sie mag sehr gerne Erdbeeren. Das ist auch in Ordnung, dass sie Erdbeeren mag. Die waren noch nicht so wahnsinnig teuer, 1,79. Aber sie waren nicht geplant und sie schmecken natürlich garantiert nicht. Januar. Halt. Erdbeeren. Ich habe sie trotzdem gekauft und damit ihr ausgehandelt, dass wir dann keinen Mais kaufen, obwohl Mais natürlich billiger ist. Ja, die Brezel hat sie ausgeschlagen, aber dann an der Kasse musste es ein Ei sein. Und ich war so schlecht daran, mich durchzusetzen, das zu verbieten. Das ist eine Katastrophe. Zum einen, weil ich sie damit konditioniere, dann einfach an der Kasse rumzuheulen, beziehungsweise sie hatte es schon in der Hand und wollte es dann auch noch auspacken und dann habe ich es ganz schnell aufs Band gelegt. Ne, dann lernt sie, dass sie da so damit durchkommt. Und zum anderen war das ja noch nicht mal vegan. Das ist das nächste Schreckliche. Mangos sind gerade bei 2,19 €, was ich kacke finde, aber die sind erforderlich und ich sollte vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, Mangos nicht einfach gefroren zu kaufen, ob mein Gefrierfach das irgendwie noch hergibt, das da auch noch reinzutun. Naja, und Schokolade 1,29, wie das so ist. Ja, damit war ich bei 6,22 € bei Aldi. Es ist also noch im Rahmen meines Budgets, aber ich habe überhaupt nicht das gekauft, was ich kaufen wollte. Also zu 50% habe ich nicht das gekauft, was ich kaufen wollte. Ja, und so muss ich jetzt mal ausrechnen, wie viel Geld mir noch bleibt und wie viel wir diese Woche ausgegeben haben. So, und damit haben wir für die ganze Woche 40,67 €, was wahrscheinlich ganz okay ist, und für den Rest des Monats pro Tag noch 6,99 €, was weiterhin purer Luxus ist. Und
Ich bin echt glücklicher, wenn, ist es meine Empfehlung, das Budget sollte da sein, dass man sich nicht zu stark eingeschränkt fühlt und auch nicht da, dass man einfach willkürlich um sich drum herum kauft. Denn wenn ich allein schon, wenn ich weiß, ich habe 7 € pro Tag für Essen, bin ich lockerer. Also vielleicht hätte ich mich mit dem Ü-Ei einfach auch mehr durchgesetzt, wenn es absolut gar nicht drin gewesen wäre. Aber ich wusste, es war theoretisch drin, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte. Und vielleicht wäre ich dann konsequenter. Daher werde ich niemals, jemals in meinem Leben, ich will nicht über 200 € für Essen gehen. Punkt. Wenn ich über 200 € für Essen gehe, dann fange ich an, Schrott zu kaufen, Junk zu kaufen, ungesunde Sachen zu kaufen, kaloriendichte Sachen zu kaufen. Und das ist weder für mich noch für Lilly gut. Also so ist es echt besser, wenn wir mal ein Rabattangebot für irgendein Junkfood bekommen oder es mal im Foodsharing finden. Ist wirklich besser und von unserem regulären Essensgeld vor allem Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte kaufen und sowas. Ja, das wollte ich gesagt haben. Ich zeige euch dann noch, was ich esse heute. Und dann ist die Woche auch schon wieder vorbei. Mittagessen sind eingearbeitete Reste von gestern in Kram, das ich sowieso noch da hatte, zum Beispiel Kohl und Möhren und Nudeln habe ich gekocht und Kichererbsen und dann habe ich da noch Zwiebeln rein und das, achso, und abschließend noch ein bisschen Kokosmilch und das sollte jetzt eigentlich, ich finde, das sieht gut aus. So, und Abendessen wird der Rest davon, was übrigens köstlich war. Es war wirklich richtig köstlich. Das ist ja oft so, dass man einfach nur irgendwelche Reste verwendet, zusammenrührt und hat man ein wahnsinnig leckeres Essen. Ja, das war diese Woche. Ich drehe diese Essens- und Einkaufsvideos. Jeden Samstag gibt es ein neues um 10 Uhr morgens. Also wer die gucken möchte, gerne abonnieren. Und darüber hinaus, wenn du jetzt auch noch wissen willst, wo mein Geld herkommt, nicht nur wofür ich es ausgebe und was ich daraus koche, dann ist vielleicht dieses Video genau das Richtige für dich. Da stelle ich meine 6 Einkommensströme für diesen Monat vor. Das war's, ich sage ciao, macht's gut, bis nächste Woche, eure Silke.